Herzlich willkommen im Duftrausch. Ich bin der Alex und heute möchte ich dir meine Eindrücke von Nasomatos Barra Onda vorstellen. Du bekommst bei den Nasomatos eine relativ schlichte Verpackung hier bei dem Barra Onda mit so einem roten Schieber mit drin. Die Kartonage in braun, hellbraun gehalten. Sieht ganz schick aus, ist ein Extrait de Parfum. Gibt es nur in der 30ml Variante. Es gibt auch noch Parfümöle von Nasomato, aber die Größen, die Parfumgrößen, die gibt es eigentlich nur in diesen 30ml. Auf der Rückseite steht hier ein bisschen was drauf. Das blende ich dir jetzt hier noch ein und hier sind die Inhaltsstoffe, die Ingredients mit angegeben an der Seite. Ja, schlicht und einfach, das kann man dann hier so hochschieben, rausschieben und da sitzt dann auch der wundervolle Flakon hier mit drin. Die Flaschen an sich, die sind bei Nasomato eigentlich alle gleich. Du hast hier einen kubischen Flakon und hier an der Seite so einen silbernen Sticker mit dem Namen Barra Onda drauf und an der Seite Nasomato, Extrait de Parfum und die Milliliter Angabe. So sehen eigentlich alle Flakons von Nasomato aus und nur in den Deckeln unterscheiden sie sich dann, was das Design angeht. Und hier ist es ein wundervoll gestalteter Kork-Flakon. Der sitzt auch gut drauf, also es klackt ein, man kann den auch so hochheben, nur was mir nicht so gefällt, er quietscht ein bisschen. Also man kann ihn drehen und irgendwie macht er so ein quietschendes Geräusch. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Sieht für meine Begriffe auf jeden Fall wundervoll aus. Weiß nicht, was denkst du? Wie gefällt dir der Flakon? Schreib mir das gerne mal in die Kommentare. Ach und übrigens, wenn das Video dir gefällt, gib mir auch gerne einen Daumen nach oben. Würde mich wirklich freuen und ich bedanke mich schon mal vorab. Ansonsten kann man den Deckel auch hier abnehmen und es ist ein Reisedeckel dabei, gerade dass man hier nicht so einen großen Deckel hat und der sitzt auf jeden Fall sehr gut drauf, hält auch sehr gut und macht das ganze Design etwas schlanker. Gefällt mir also sehr, sehr gut, aber sieht natürlich mit diesem Deckel nicht ganz so schön aus. Ansonsten von der Verpackung ist hier nichts mehr drin. Hier ist so eine Schaumstoffeinlage, da sitzt dieser Reisedeckel drin und der Flakon, den kann man hier so schön integrieren. Sonst nichts Spezielles drauf. Nasomato wie auch Otto Parisi gehören ja zusammen. Der Parfümeur ist Alessandro Gualtieri und Owner, also Besitzer beider Marken. Und er gibt nie die Duftnoten an. Und das finde ich auch sehr, sehr spannend, da jeder anders riecht, jede Nase ist anders und jeder assoziiert auch mit gewissen Düften irgendwas anderes. Und daher finde ich es sehr schön, wenn ich dann steht, oh, hier ist Rose drin und Sandelholz und Zedernholz und keine Ahnung, Birkenteer und was weiß ich was. Und dann jeder sagt, ah ja, ich rieche die Zeder raus und dies und das und jenes, nur weil es gelesen hat. Ja? Oft bekommt man einfach nur, wenn man es liest, diese Assoziation und das verfälscht meiner Meinung nach den eigentlichen Dufteindruck. Und daher finde ich es mega spannend, dass die Noten hier eben nicht angegeben sind. Und wenn ich hier, ich habe den hier vor 10 Minuten aufgesprüht, ich bekomme im Opening etwas Malziges. So leicht, ich würde jetzt nicht sagen, es riecht wie Bier, aber es hat schon so dieses Malzige, leicht Prickelnde, was so ein Bier nach dem Einschenken hat. Diesen Duft, den du beim Einschenken von einem Bier in ein Glas bekommst, den bekomme ich hier auch irgendwo so ganz leicht die ersten 10-15 Minuten im Kopf nach dem Aufsprühen. Das vergeht dann aber so ein bisschen, beziehungsweise es mischt sich auch gleich nach dem Aufsprühen eine schöne, wirklich wundervoll, nicht peppige, also nicht klebrige, aber doch gut wahrnehmbare Süße dazu. Und diese Süße wird untermalt oder begleitet und löst auch irgendwo so dieses Malzige ab. Es bleibt dann süß, aber es kommt so eine typische Alkoholnote hinzu. Viele bezeichnen das als Whisky-Note. Ich bin nicht so der Whisky-Trinker. Ich trinke, wenn dann eher Rum oder eher andere Getränke. Und Alkohol trinke ich eh nicht so viel. Und wenn dann auch mal ein Gin oder so. Aber ich finde nicht, dass das, wenn ich mir einen Whisky einschenke und einen Whisky denke ich jetzt zum Beispiel an Jack Daniels oder so, dass der so riecht wie ein Jack Daniels. Vielleicht riechen 100 € Whiskys so. Keine Ahnung, habe ich noch nie getrunken. Daher kann ich dazu nichts sagen. Aber für mich, es riecht auf jeden Fall alkoholisch. Es riecht süß, leicht malzig und alkoholisch. Das rieche ich hier im Kopf. Vielleicht auch so dezent blumig, würde ich sagen. Ich kann aber nicht sagen, also es ist auf jeden Fall keine Rose oder sowas, also kein Jasmin, also kein so prägnanter, blumiger Duft. Aber ich finde, er riecht schon ganz dezent blumig. Und das bleibt, er verändert sich auch nicht wirklich über den kompletten Duftverlauf. Das bleibt so die ersten 3-4 Stunden gut erhalten und im späteren Drydown
wenn er so nach 2-3 Stunden in den Drydown übergeht, da wird das einfach noch süßer für meine Begriffe. Dieses Malzige ist komplett weg und es bleibt so eine schöne, alkoholische, süße, ganz dezent ledrige Komponente übrig. Und dieses Leder, das bekomme ich nach dem Aufsprühen nicht gleich, aber so nach 2-3 Stunden für meine Nase fügt sich sowas leicht, vielleicht Grünes, so was Grünes, Holziges, Ledriges noch mit hinzu. Also Leder rieche ich auf jeden Fall raus, begleitet von sowas leicht Grünem, vielleicht auch sowas Vetiver-mäßigem. Das ist das, was ich hier bekomme. Es ist aber ein wundervoller Duft, ein wundervoller Duftverlauf, auch weil es einfach nicht nur pappsüß bleibt, sondern wie gesagt für meine Nase auch so ein bisschen was Ledriges, leicht Grünes hinzukommt. Das Süße ist zwar immer vorhanden von Anfang bis Ende, aber so eine ganz kleine Veränderung findet dann eben doch nach so 2-3 Stunden statt. Und das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Es ist jetzt kein mega komplexer Duft, was die Vielschichtigkeit angeht und dass es sich jede halbe Stunde irgendwie der Duft an sich verändert. Also er bleibt schon nach dem Aufsprühen, merkst du, ah okay, das ist Barra Onda, und auch nach 7 Stunden auf der Haut, 8 Stunden, 9 Stunden, 10 Stunden auf den Klamotten, vielleicht sogar mehr, je nachdem wie viel Spitze du benutzt, riechst du auf jeden Fall, ah okay, das ist der Barra Onda. Also da ist kein mega Duftveränderung oder sowas vorhanden. Aber für das, was er ist und wahrscheinlich auch sein will, einfach ein wundervoll, leicht süßer, alkoholischer Duft, der in diese Whisky, Rum, Malzbier Richtung einschlägt. Und die auch hier, ja, hier ist auf jeden Fall, ich rieche hier sowas leicht Ledriges raus, so leicht grünledrig, irgendwie das alles wundervoll komponiert zu einer, ja, schönen Duftkomposition. Meiner Meinung nach auch, das ist Kunst, das ist kein Designerduft, geht auch nicht in die Richtung von Designer, das ist wirklich Nische, was die Präsentation angeht, auch was der Preis angeht. Du bekommst hier, oder du musst für die 30 Milliliter so um die 120, 130, 140 Euro bezahlen. Du brauchst aber nicht viel davon, also 2-3 Spritzer reichen schon aus, um in 7-8 Stunden wahrzunehmen. Nach 2-3 Stunden würde dann schon nicht hautnah, aber so die Silage ist irgendwo so um die 1-2 Meter. Am Anfang, die ersten 2 Stunden, ist er auch schon mehr, so um die 2-3 Meter, wird man dich auf jeden Fall wahrnehmen, wenn jemand 2-3 Meter von dir wegsteht. Der wird den Duft an dir riechen. Und du selber kannst den auf jeden Fall so 7-8 Stunden auf deiner Haut und auf Klamotten auf jeden Fall länger wahrnehmen. Ein wundervoller Duft, gerade für Winter, Herbst, toll geeignet. Ich finde auch eher ein Ausgehduft, also das ist ein mega Gentleman-Duft, wenn du gut angezogen bist, wenn du auf ein Date gehst, wenn du zu einer schönen Veranstaltung gehst, zu besonderen Anlässen, finde ich, ist das ein wundervoller Duft, ein besonderer Duft, den auch nicht jeder trägt, nicht jeder hat. Und gerade für die kälteren Temperaturen, für die kälteren Monate, wundervoll geeignetes Parfum. Barra Onda von Nasomato. Verrat du mir auch gerne mal, kennst du den Barra Onda? Hast du ihn schon getestet? Hast du ihn vielleicht selber in der Sammlung? Verrat du mir gerne, was riechst du bei diesem wundervollen Duft hier raus? Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann!